zu Adrian. Adrian Sternlicht. Und wir kommen zu Crystalline. Er hat es am gestrigen Tag schon angesprochen, auch wenn ich vielleicht die Auktion nicht mit dem passenden Namen versehen habe. Deshalb will ich das jetzt heute noch mal ein ganz klein wenig korrigieren. Die Prime Selection Sales. So heißt nämlich die Auktion von Johannes Holzeder. Und darüber ging damals Crystalline. Viele werden sich daran erinnern. Ist dann dort nämlich an Chris Chuck, kennen den Pirouettenkönig, eben dort verkauft worden. Und mit ihm war sie dann achtjährig. Hören zu, achtjährig, schon 10. beim Weltcup-Finale in Göteborg. Dort sprach wirklich jeder über dieses ganz besondere Ausnahmepferd. Dann weiterverkauft worden an Adrian Sternlicht und tja, die Auktion von Johannes Holzeder. Prime Selection Sales, immer wieder Top-Pferde, die dort hervorgegangen sind. Zu erwähnen sei unter anderem auch PSS Extreme. Schockemühle gegangen und ist ganz erfolgreich in Aufbauprüfung mit Philipp Rüping unterwegs. Also immer wieder hoch erfolgreiche Pferde aus dem Süden Deutschlands. Crystalline, Adrian Sternlicht. Und auch diese junge Dame macht sich auf die letzten Meter und hat lediglich 4,26 Punkte auf dem Konto, ist bisher fehlerfrei. Auch das leichte Touchieren hier an der Trippelbarre soll da nichts dran ändern. Bisschen zurück und dann mit wirklich noch mit viel Volumen und Frische, auch wenn die Zeit am Ende nicht ganz ausreicht. Ähnlich die Runde möchte sie vielleicht vergleichen mit der von Laura Klapphake. Auch sie bleibt ohne Abwurf und haben sie Adrian gesehen. Die zeigt nicht auf sich und sagt, meine Güte, was bin ich da stark geritten. Sie zeigt auf Crystalline und sagt, das ist ein ganz, ganz, ganz besonderes Pferd. Interessant ist ganz, ganz klar, Pferde, die das Ganze achtjährig schon zeigen, manchmal bekommen die dann im weiteren Verlauf später nochmal ja einen Einbruch. Ich will nicht so von dem Burnout reden. Bei Crystalline sehr, sehr beeindruckend, dass sie es von Anfang an ihrer internationalen Karriere bis jetzt in größter Souveränität einfach immer, immer wieder einfach zeigt. Ausnahmepferde sind Ausnahmepferde. So, und da kann dann eben auch ein Equipe-Chef wie hier, Robert Redland,